ich habe immer mit Menschen zu tun und ich habe immer die Möglichkeit, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Frau Hofmann, was ist Ihr Lieblingskuchen? Oh, jetzt haben Sie mich. Alles mit Apfel. Alles mit Apfel, alles mit reicht Apfel. Nicht. Streuselapfel, Sahneapfel, was für Apfel? Also Apfelweintorte ist tatsächlich sehr geil. So, nun sind Sie, das will ich doch nochmal in dem Zusammenhang sagen, Konditormeisterin. Seit wann? Seit letztem Jahr. Und dann sind Sie internationale Meisterin aus Frankfurt. Was heißt das? Das heißt, dass die Handwerkskammer seit ein paar Jahren einen Weiterbildungskurs anbietet für Meister, um den internationalen Meister zu machen. Das heißt, da geht es ins Ausland, da wird mit der GEZ zusammengearbeitet, also Entwicklungshilfe. Da geht es einfach darum, das Handwerk in gerade auch Entwicklungsländer zu bringen, wo junge Leute nicht die Chance unbedingt auf eine Bildung haben. Was haben Sie dort gelernt? Wo waren Sie? Ich war in Sambia 2 Wochen. Also es war nicht nur handwerklich viel, was anders gemacht wird, was auch für mich viel neu war. Es ist einfach auch das Zwischenmenschliche, es ist das ja, Kulturelle, das Interagieren. Also es war ein sehr breites Spektrum, was man einfach erleben darf und was man auch einfach neu lernt. Man muss sich aber auch darauf einlassen können. Sie sind Handwerkerin geworden. Warum? Aus Leidenschaft. Also ich kann tatsächlich, und ich stehe da auch heute noch genauso wie vor 5, 6, 7 Jahren dahinter. Ich habe das Studium angefangen. Was für ein Studium? Englisch und Chinesisch. Okay, wie komme ich aus Englisch und Chinesisch auf Kuchen? Ja, also Sprachen waren oder sind generell etwas, was mir liegt, was ich auch gut kann. Und ich war auch in England auf der Schule, ich habe dort meinen Schulabschluss gemacht. Deswegen war Englisch für mich was ich einfach gerne weitermachen wollte. Und dann kam einfach dazu, okay, was ist für die Zukunft sinnvoll? Und mit dem Chinesischen wäre es, wenn ich das fertiggebracht hätte, bei mir eigentlich so dieser Weg ins Dolmetschen gegangen. Also das war so ein bisschen erstmal mein Plan. Aber ich habe im Studium schon relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Also ich habe das mit den Sprachen, das hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber dieses Studieren an sich war schon für mich und dann auch noch ein Leben lang. Und dann habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, nein, möchte ich einfach nicht. Ich möchte was machen. Ich will am Ende des Tages ein Ergebnis da stehen haben und möchte sehen können, okay, das habe ich heute geschafft und das habe ich beim Studieren einfach nicht. Da habe ich nur 10.000 Karteikarten mehr gehabt, aber das war es dann auch. Und dann fing es im Endeffekt an, okay, ich möchte eine Ausbildung machen, ich will irgendwas machen. Und dann ging die Suche los, weil das ist ja dann wieder, was macht einem Spaß, was kann man sich ein Leben lang vorstellen, dieses Für und Wider. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich ein Praktikum in der Konditorei, habe das auch in Wiesbaden gemacht. Und der erste Tag war für mich schon, der Hammer ist gefallen. Also das hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Es war auch so dieses richtig traditionelle Konditorenhandwerk, Obstkuchen machen, Torten einsetzen, gebackene Torten machen. Also es war so einfach alles, was dazugehört. Ich durfte dann auch in den Hochzeitsteil so ein bisschen schon reingucken auch. Und das war für mich klar. Also ich hatte das gefunden, was ich machen möchte. Und dann kam allerdings der schwierige Teil, nämlich einen Ausbildungsplatz finden. Hat sich mit meinem Lebenslauf ein bisschen schwierig herausgestellt, muss ich gestehen. Und im Endeffekt bin ich dann über einen Bekannten meines Stiefvaters in einem relativ großen Betrieb gelandet, also in einer großen Bäckerei aus Darmstadt. Da war die Konditorei auch eher ein kleinerer Teil. Der hat auch von vornherein gesagt, das ist keine klassische Konditorenausbildung, was ich da unten lerne. Und da hat er ganz klar gesagt, das möchte er mir ermöglichen. Ich habe auch auf 18 Monate dann verkürzen können tatsächlich. Und dann war auch klar, dass ich da natürlich dann auch halt gehe, weil das einfach nicht diese Konditorenarbeit auch war. Und dann konnte ich weitergehen. So, Sie haben jetzt mit Ihrer Familie, mit Ihres Mannes an 5 Standorten wie viele Mitarbeiter? 75 ungefähr. 75. Also mit allem, das ist mit dann allem drum und Verkäufer, dran. Fahrer. Genau, so, ja. Wir haben letztes Jahr, auch in diesem Jahr, ein Leben mit der Überschrift Corona gehabt. Wie war das für Sie? Schwierig tatsächlich. Ich selber hatte die Infektion. Und es hat mich auch ziemlich ausgenockt. Ich habe auch heute noch ziemlich mit den Folgen zu kämpfen. Also auch beruflich gesehen, Geschmacks- und Geruchsverlust. Das ist heftig. Ja. Sie haben Geschmacksverluste? Es war komplett weg, Geruch und Geschmack, ja. Ja. Das war fast das Deprimierendste schon daran. Also abgesehen davon, dass es mir generell nicht gut ging. Und ich war 9 Monate zu Hause, habe auch Reha hinter mir und alles. Plus meiner Grunderkrankung. Aber Geschmack und Geruch war das Schlimmste eigentlich für mich, weil das
es macht keinen Spaß zu essen, wenn man einfach nichts schmeckt. Und das hat auch tatsächlich fast 4 Monate gedauert, bis überhaupt irgendwas wieder kam. Kann ich jetzt Ihren Kuchen wieder kaufen oder schmeckt der nach nichts? Die Rezepte stehen zum Glück. Gott, okay. Wenn ich jetzt was rieche oder schmecke, ich erkenne es stellenweise gar nicht wieder, weil das so lange weg war, dass ich, wenn ich es sehe, kann ich es benennen und dann rieche ich dran zum Beispiel oder ich probiere es und muss mir aber sagen, okay, das ist jetzt Zimt zum Beispiel, dann riecht es für mich nach Zimt. Wenn ich die Augen zu habe und dran rieche, kann ich es nicht definieren. Also das ist völlig weg. Aber ich bin fleißig am Trainieren. Ich glaube auch, dass das wieder voll wieder, also ich hoffe, dass es voll wiederkommen wird. Es wird auch besser. Immer langsam, aber immer ein bisschen. Sie haben, wie Sie erzählt haben, studiert. Und dann sind Sie Handwerkerin geworden. Haben Sie danach noch mal Sehnsucht gehabt, je wieder eine Uni von innen zu sehen? Ich würde es jederzeit wieder tun. Und ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch keine Entscheidung so wenig bereut wie diese. Und ich bin auch nach wie vor jemand, der die Leute definitiv auch ans Handwerk bringen möchte. Aber dann überreden Sie mich mal. Bringen Sie mich ins Handwerk. Ich glaube, bei Ihnen wird es schwierig, weil Sie, glaube ich, auch einen Traumjob gefunden haben, würde ich jetzt sagen. Ja, ich habe mehrere Traumjobs genau. Sogar. Aber ich lasse mich gerne noch für weitere überreden. Ich meine, ich bin ja noch ein junger Mensch und vielleicht noch so eine kleine Ausbildung kann ja nicht schaden. Ja. Also für mich ist so dieses Hauptmerkmal, was für mich persönlich auch am ausschlaggebendsten war am Ende, ich habe ein Ergebnis. Also das heißt, ich sehe am Ende, ich habe 6 Apfeltorten gemacht, ich habe 10 Käsetorten gemacht, ich habe 20 verschiedene Schnitten gemacht, ich habe Dauergebäck gemacht. Die Hochzeitstorten, das ist ein Ergebnis, da erfreue ich mich selber meistens noch dran. Haben Sie Ihre eigene Hochzeitstorte gemacht oder haben Sie sie machen lassen? So eine Mischung. Also es war tatsächlich, ich habe ein bisschen mitgewirkt. Meine Kolleginnen haben dann auch noch ein bisschen was gemacht. Und mein Schwiegervater natürlich, der hat sich das auch nicht nehmen lassen. Der ist ja auch Konditormeister. Gut, also Sie sagen, du hast deine ganzen Torten in der Hand am Ende des Abends. Was noch? Warum Handwerk? Warum soll ich jetzt einen Handwerksberuf lernen? Ich habe immer die Möglichkeit, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und gerade auch bei, gar nicht nur bei Hochzeitstorten, generell einfach bei so Festtagstorten oder Eventtorten, es gibt immer mindestens einen Menschen, der steht, der sich das anguckt und der einfach lächelt. Es ist einfach eine ganz andere Freude über etwas, wo man die Liebe drin sieht. Man sieht einfach, dass sich jemand Mühe gibt für einen, dass man Herzblut reinsteckt, dass es ganz individuell auch nach eigenen Wünschen kreiert ist. Es ist keine Massenabfertigung, es ist jede Torte anders. Man kann viel auch als Kunde selber dazu beitragen, dass man eben Wünsche äußert und sagt, ich möchte das so und so haben. Ich bin der Überzeugung, dass einfach gewisse Dinge nicht mit Geld bezahlbar sind. Ja, die Torte kostet dann zwar auch Geld, aber einfach das, was danach kommt und auch das, was man den Menschen gibt, das kann man einfach nicht mit Geld bezahlen. Okay, ich denke drüber nach. Ich melde mich bei Ihnen. Sehr gut. Gute Besserung und alles Dankeschön. Gute. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Danke.